Herzlich willkommen zu Emotions Insider, dem Podcast mit besonderen Einblicken zu Unternehmen und ihren Menschen. Mein Name ist Caroline Engels und zu Gast sind bei mir heute Sven Eisfeld und Nicola Wittland von Hellmann Worldwide Logistics. Hellmann ist ein globales Familienunternehmen mit weltweit über 12.000 Mitarbeitern. Und wir sprechen ja heute über Führung und Unternehmenskultur. Und da gibt es eine Sache bei Hellmann, die an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden sollte, da wir uns später ab und zu genau darauf beziehen werden. Und zwar geht es um den Slogan Family. Family ist die Corporate DNA, auf der das unternehmerische Handeln, aber auch die Führungskultur bei Hellmann basieren. Und in dem Wort Family steht jeder Buchstabe für einen Leitsatz, der die Hellmann Family ausmacht. Also F steht beispielsweise für First People First. Das ist ein Leitgedanke, der insbesondere mit Blick auf die Mitarbeiterführung sehr, sehr wichtig ist. Sven ist Managing Director Deutschland und Nicola hat als HR-Managerin die Leitung des Bereichs HR-Marketing und Recruiting inne. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid und mit mir sprecht. Hallo Caro. Hallo Caro. Ja, wir wollen heute über das Thema Führung und Unternehmenskultur sprechen. Und bevor wir aber in Medias Res gehen, würde ich sagen, solltet ihr euch den Zuhörern vielleicht erstmal vorstellen. Nicola, ich dachte, vielleicht möchtest du mal beginnen. Stell dich doch mal kurz vor. Also wer bist du, wo kommst du her und wie war dein Werdegang so ganz grob, bis du bei Hellmann gelandet bist? Sehr gern. Mein Name ist Nicola Wittland. Ich bin jetzt mittlerweile seit 13 Jahren bei Hellmann im Unternehmen und gestartet bin ich mal mit einem Studium der Wirtschaftsgermanistik. Bei Hellmann habe ich meinen Einstieg auch im Bereich des Marketing gefunden, habe dann aber auch über den Wehreinstieg auch hier dann wieder den Bereich Personalmarketing und Recruiting übernommen. Ich darf jetzt ein tolles Team mit 7 Personen führen und kümmere mich mit dem Team zusammen über alle kaufmännischen Positionen, über die Besetzung und auch um die Employer-Branding-Aktivitäten des Unternehmens. Und freue mich jeden Tag, auch ins Büro zu gehen. Das ist doch immer schön, wenn man das von sich sagen kann. Sven, jetzt bist du an der Reihe. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja, gerne, Caro. Sven Eisfeld, ich bin 42 Jahre alt, habe an der Dualen Hochschule in Mannheim studiert und bin jetzt nach gut 20 Berufsjahren bei Hellmann gelandet. Nicht so lange wie Nicola, erst seit einem Jahr. In meiner heutigen Funktion als Managing Director in Deutschland für Hellmann. Aber dennoch bin ich schon viel, viel länger mit Hellmann verbunden. Und das tatsächlich schon noch länger als Nicola. Denn ich habe meine ersten Schritte und meine Entscheidung, in die Logistik zu gehen, tatsächlich auch mit unserem heutigen Standort in Hannover in Verbindung. Ich habe Schülerjobs begonnen seinerzeit Mitte der 90er Jahre und habe LKWs entladen. Und das in unserem heutigen Standort in Hannover bei Hellmann. Und von daher war es quasi eine Rückkehr zum Unternehmen und auch eine Herzensangelegenheit. Alles klar. Ich wollte dich nämlich tatsächlich fragen, warum du zu Hellmann gegangen bist. Aber dann, du hast ja gerade schon gesagt, da ist tatsächlich sehr früh schon die erste Bindung zu Hellmann entstanden. Du bist Managing Director für Deutschland und hast natürlich eine ganz große Verantwortung für jede Menge Menschen. Vielleicht kannst du auch noch mal in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen, was deine Aufgaben sind oder wie du deine Aufgaben siehst und vielleicht auch mit welcher Vision du für Hellmann in dieses Unternehmen gekommen bist? Ja, wir haben eine sehr große Organisation in Deutschland als Landesgesellschaft. Das sind ca. 3.000 Mitarbeiter an 30 bis 40 Standorten über Deutschland verteilt. Ja, was gehört zur Aufgabe eines Managing Director? Am Ende alles. Und für alle versuche ich mit meiner Arbeit und der Leistung des Teams einen möglichst positiven und erfolgreichen Beitrag daraus zu erwirtschaften. Und es ist ganz schwer, auf einzelne Punkte zu konkretisieren, was gehört zu meiner Rolle tagtäglich dazu. Das wechselt, ist sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Es ist aber die prädestinierte Rolle für das Thema, über das wir heute auch sprechen, nämlich für das Thema Führung. Denn im Wesentlichen geht es darum, die Führungskraft für dieses Team, für diese große Organisation zu sein. Und dazu gehört für mich vor allem das Thema der Motivation, aber auch das Fordern und das Fördern des Teams und der Mitarbeiter, die richtigen Menschen an die richtige Position zu bringen in diesem Team. Und so eine Organisation benötigt eben auch Orientierung. Mhm. Aber das Wesentliche ist wirklich das Stichwort Führung bei so einer großen Organisation. Okay. Was mich sehr interessieren würde, Nicola, kannst du ein Ereignis oder vielleicht auch mehrere Ereignisse nennen, die deiner Meinung nach ganz charakteristisch sind für Hellmann als Arbeitgeber und die vielleicht einen Einblick in eure Unternehmenskultur geben können? Ja, mir fällt da ein ganz spezielles und ein ganz besonderes Beispiel ein. Ich hatte in meiner Zeit, als ich noch im Hellmann Marketing gearbeitet habe, einen Auszubildenden zum Kaufmann für Speditionsdienstleistungen in der Betreuung. Und
der wollte das Feld des Marketings eigentlich gern auch kennenlernen, abseits seiner Fachausbildung. Und dieser Auszubildende hat nach der Ausbildung, ist er ins Ausland gegangen, nach Holland, und hat ein Studium gemacht und ist dann zum Berufseinstieg wieder nach Deutschland gegangen. Und der hat sich vor 3 Jahren bei mir beworben, als eine Position im Bereich HR Marketing und Recruiting frei war als Specialist. Und diese Funktion hat er bei mir dann auch bekommen. Und ich habe mich total gefreut, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Denn was ich bei ihm so gelungen finde, ist, dass er die Fachkenntnis in der Logistik mitbringt und ich ihn weiter in den HR-Themen entwickeln durfte und so eben halt auch in den Personalmarketing und Employer-Branding-Thematiken. Und das ist für mich etwas, was eigentlich auch Hellmann ausmacht, dass wir wirklich eine offene Kultur haben, eine Fehlerkultur, dass wir aber auch Quereinsteigern eine Chance bieten, überall dort, wo es natürlich geht, dass wir versuchen, die Teams möglichst breit aufzustellen. Das finde ich richtig gut. Sehr, sehr schöne Beispiele, und man merkt auch, dass ihr Wertschätzung nachhaltig lebt. Also die Wertschätzung hört nicht auf, wenn jemand das Unternehmen verlassen hat, sondern ich meine, ich hätte auch gelesen, ihr macht ja auch Alumni-Arbeit. Also ihr sendet, glaube ich, auch Geburtstagsgrüße an oder Weihnachtsgrüße an bereits ausgeschiedene Mitarbeiter, was ja wirklich auch, finde ich, eine tolle Art der Wertschätzung von ehemaligen Mitarbeitern ist. Ja, genau. Also sowohl Geburtstag als auch Weihnachtsgrüße, und wir haben auch ein internes Portal, was wir nutzen, um mit den Alumni in Kontakt zu bleiben und ihnen auch Informationen über das Unternehmen zu geben. Ja, das finde ich toll, weil ich glaube, Alumni-Arbeit ist was, was viele Unternehmen sehr vernachlässigen. Das hört man nicht so oft. Ich würde Caroline, gerne das Wort Alumni-Arbeit eigentlich durch Führung ersetzen wollen. Mhm. Für mich ist das, was ihr jetzt beschrieben habt unter Alumni-Arbeit, ist am Ende Wertschätzung gegenüber den Menschen und den Mitarbeitern. Mhm. Und das ist das, was bei Hellmann großgeschrieben wird und was auch als eine Komponente hinter dem Family-Gedanken dann an dieser Stelle steht. Mhm. Ich habe auch noch ein konkretes Beispiel, und das kommt dann eben passend irgendwie zusammen. Gerade letzte Woche ein Mitarbeiter in Ruhestand gegangen, nach 49 Jahren bei uns. Mhm. Und in der Tat, zudem habe ich auch eine persönliche Beziehung. Ich kenne natürlich nicht alle 3000 Mitarbeiter in Deutschland persönlich, aber ihn ja, zumindest noch vor 25 Jahren, als ich meinen Schülerjob gemacht habe, war er auch immer dort tätig, und er ist eben jetzt in Ruhestand gegangen. Und leider konnte ich nicht bei seiner Verabschiedung persönlich vor Ort sein, Corona-bedingt. Und aus dem Grund hatten wir auch keine größere Feier in diesem Fall. Aber ich habe es mir eben nicht nehmen lassen, ihm noch einen persönlichen Brief nach Hause zu schreiben und mich einmal noch zu bedanken, auch für seinen Einsatz, aber eben auch noch ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit mit einzubringen. Und das ist etwas, was wir in unserem Führungsteam eben als besonders wichtig erachten und was dann als Wertschätzung hoffentlich auch wahrgenommen wird. Und ja, das ist der Gedanke und ein wesentlicher Wert bei uns im Unternehmen. Ja, absolut. Also ich finde, das ist auch wirklich was nicht selbstverständlich ist, weil du als Geschäftsführer oder das gesamte Geschäftsführungsteam, ihr habt ja schon ein paar Termine im Kalender, und das ist wirklich nicht so selbstverständlich, dass man sich noch hinsetzt, sich Gedanken macht, Dinge handschriftlich aufschreibt und sogar noch über Anekdoten nachdenkt und das dem Mitarbeiter zukommen lässt. Also finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr positive und überhaupt nicht selbstverständliche Sache. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Werte sind, die bei Hellmann gelebt werden. Also einmal aus deiner doch etwas frischeren Perspektive, Sven, aber auch aus der Perspektive von Nicola. Wir haben schon das Thema Wertschätzung mehrmals erwähnt, den Family-Gedanken. Hellmann ist ja ein Familienunternehmen, was für die Größe des Unternehmens gar nicht so typisch ist. Denn wir haben ja schon gesagt, 3000 Mitarbeiter allein in Deutschland. Und man sagt Familienunternehmen ja nach, dass, auch wenn das Unternehmen mit der Zeit wächst, dass dort vielleicht noch ein bisschen andere Werte gelebt werden als in anderen Konzernen, die eben keine Familienunternehmen sind. Nicola, hast du da noch mal ein paar Gedanken dazu? Würdest du das so unterschreiben, dass Hellmann, dadurch, dass es ein Familienunternehmen ist und der Family-Gedanke so stark gelebt wird, doch einiges mitbringt, was vielleicht andere Unternehmen so nicht haben? Ja, absolut. Da ich vor Hellmann ja auch bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war, habe ich auch einen guten Vergleich zwischen einem großen Unternehmen mit nicht flachen Hierarchien und einem Familienunternehmen mit einem, wie ich es für mich wahrnehme, doch flachen Hierarchien, wo man Fehler machen darf, dass es wichtig ist, wie geht es dem einzelnen Mitarbeiter, wie gehen wir jetzt in der Corona-Zeit miteinander um, wenn größere Bereiche vielleicht Kurzarbeit machen müssen, wie können wir das wirklich als Unternehmen auch auffangen. Und da
ist es wichtig zu wissen, dass da wirklich auch jeder einzelne Mitarbeiter gefordert ist, aber jeder einzelne Mitarbeiter auch seinen Input geben darf und auch geben soll. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das, glaube ich, ist wichtig zu sehen, dass ich als Mitarbeiter ganz konkret ja, mich dann auch wirklich richtig einbringen kann und nicht nur eine Nummer bin. Mhm. Ich würde das gerne nochmal unterstreichen wollen, ein wenig, Caroline. Und es ist so, dass wir natürlich auch als mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen, wir haben auch einen Anspruch an Professionalität. Wir müssen Entscheidungen treffen. Mhm. Dennoch versuchen wir eben auch diese Blickwinkel, Perspektive offen zu halten und eben auch an alle Parteien dabei zu denken, aber auch alle mit einzubinden. Und die flache Hierarchie, die nicht vorhandene Lehmschicht, so würde ich es gerne mal bezeichnen wollen, führt einfach zu einer höheren Geschwindigkeit, führt aber sicherlich auch dazu, dass wir noch mehr sehen und näher dran sind. Und das spüre ich schon sehr. Mhm. Und bei uns gibt es nicht große Barrieren oder gar Mauern zwischen einzelnen Bereichen. Man arbeitet gern miteinander, man diskutiert, das ist auch wichtig. Mhm. Es muss auch kontrovers diskutiert werden, man muss sich auch nicht immer einig sein, aber man muss es auf Augenhöhe tun und dann findet man auch die bestmögliche Lösung fürs Unternehmen. Ja, das sind sehr, sehr schöne Schlüsselwörter, die ihr da schon genannt habt. Also ihr habt einmal jetzt öfter gesagt, auf Augenhöhe, flache Hierarchien. Nicola, wir haben uns ja zur Vorbereitung auf dieses Gespräch schon im Vorfeld ein wenig über das Thema Führung unterhalten. Und dabei hast du den Begriff Servant Leadership genannt. Das würde ich an dieser Stelle nochmal ganz gerne kurz aufgreifen. Kannst du nochmal ein paar Takte dazu sagen? Ja, was ich damit meine, ist, dass ein Servant Leadership jemand ist, der ja eine Führung nicht versteht als ich führe, ich laufe voran und ich gebe alles vor, sondern dass ich sozusagen auch als Dienstleister zu meinem Team, zu meinen Teammitgliedern agiere und sie alleine laufen lasse und ihnen so weit vertraue, dass die Führung vielleicht gar nicht immer als Führung wahrgenommen wird, sondern dass es da wirklich wichtiger ist, zu schauen, wie kann sich derjenige individuell dann auch entwickeln und wie kann ich ihn dort dann auch unterstützen, dass er sich in diese Richtung oder auch so weiterentwickelt, dass er sich wohlfühlt und dass er eben halt auch ja, seine beste Leistung abrufen kann. Also im Prinzip so dieser Gedanke, Führung ist Dienstleistung. Absolut, ja. Ich sehe Führung auch als Dienstleistung. So wie ich meine Aufgabe zu unseren Führungskräften als Dienstleistung sehe, sehe ich auch meine Führung für mein Team als Dienstleistung. Also ich bin da, wenn sie mich brauchen. Ich lasse sie aber auch alleine laufen, wenn ich feststelle, dass es funktioniert und dass sie auch ihren Weg einfach ausprobieren können. Okay. Sven, du hattest ja im Vorgespräch in Zusammenhang mit Führung die Metapher des Leuchtturms erwähnt. Und weil das so eine starke Symbolik hat, würde ich dich bitten, diese Metapher hier an dieser Stelle noch einmal genauer auszuführen. Und was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, eine Führungskraft ist ein Coach. Kannst du vielleicht noch mal in eigenen Worten kurz sagen, inwiefern du dich in der Rolle eines Coaches siehst, beziehungsweise was du damit verbindest, was deine Aufgaben sind? Ja, gerne. Vor allem möchte ich gerade einleiten nochmal betonen, dass für mich Führung vor allem Verantwortung ist. Und diese Verantwortung, die kann man auch auf den Coach-Gedanken beziehen. Das ist für mich verbunden mit lateraler Führung, wie man es technisch nennen würde, also führen von der Seite. Ich muss nicht alles selbst machen als Führungskraft. Und es ist sogar viel besser, wenn ich es nicht selbst machen muss, weil dann habe ich andere im Team befähigt dazu, richtig ausgewählt, die am besten ihre Rolle ausfüllen können, ohne mich dafür zu brauchen. Und das gilt genauso für meine Rolle, aber auch für jede andere Rolle in unserem Team als Führungskraft. Einfach das Team zu fördern, aber eben von der Seite das Ganze zu machen und nicht als Hierarchie. Und ich finde, was ich vor Augen habe, wenn es darum geht, ums Coachen, dann ist man automatisch beim Sport. Und ja, wenn es eine Persönlichkeit, eine Vorbildfunktion an dieser Stelle gibt, wo ich das, was ich vor Augen habe, dann ist das ein Jürgen Klopp. Der ist an der Seite, der motiviert, der inspiriert, der wählt aber offensichtlich auch die richtigen Teammitglieder aus, der fördert sie auch entsprechend. Und wenn man sich das mal auf das berufliche und wirtschaftliche Umfeld überträgt, dann ist das etwas, woran ich gerne ab und zu mal denke, weil da gehört auch der Mut dazu, neuen Teammitgliedern vielleicht in einer ganz anderen Rolle, auf einer ganz anderen Position im Unternehmen eine Chance zu geben und sie dahin zu fördern und sie besser zu machen. Und ja, die Symbolik des Leuchtturms ist am Ende das, nur wenn ein Team weiß, wo es
hin will und worauf es hinarbeitet, ist es auch möglich, maximalen Einsatz einzubringen und dabei nicht zu vergessen, auch wenn es mal ein bisschen stürmischere See ist, nebligeres Wetter, nicht zu wissen, nicht aus dem Auge zu verlieren, wo der Weg hingehen soll. Mhm. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön, diese Leuchtturmsymbolik. Ja, was bei euch immer wieder durchkommt und was in diesem Gespräch sehr häufig genannt wurde, war der Begriff Familie, Family-Gedanke. Und ich glaube, dass dieser Gedanke bei euch auch wirklich der Schlüssel für eure tolle Unternehmenskultur ist, denn ihr versteht euch als Gemeinschaft, als Menschen, die auf Basis gemeinsamer Werte auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das kam für mich ganz deutlich raus. Und das finde ich, ist an den ganzen Geschichten und Anekdoten richtig toll zur Geltung gekommen. Ihr lebt wirklich das People-First-Prinzip. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Führungs- und Unternehmenskultur von Hellmann. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, durch euch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass man sich irgendwann vielleicht mal wieder hört oder vielleicht sogar mal sieht. Man weiß ja nicht, wo es hingeht mit Corona. Ja, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute und sage erstmal Tschüss. Tschüss, Caro. Vielen Dank, Caro. Vielen Dank für die Chance und für den Austausch.